Wow, guck mal, die rasten voll aus. Krass, geil. So, was haben wir hier noch? Ach, guck mal, das ist ein abgeschütztes UFO. Geil, ist das eine... Das ist doch bestimmt eine Gap, oder? Ne, ist nicht. Na gut. Man kann es ja mal versuchen. Aber hier ist auf jeden Fall ein guter Punkt, Ort, um noch ein paar Punkte zu holen. Was ist das hier? Ne, das ist nur eine Toilette. Ich dachte, das wäre die Telefonzelle von Dr. Who. Da ist auch nochmal so ein Spielzeugpferd. Ne, aber geil, da haben wir das Level jetzt schon mal fertig. Ich hätte natürlich im gleichen Atemzug nochmal direkt schauen können, ne? Was hätte ich bekommen? Oder beziehungsweise, wo hole ich die anderen Sachen her? Gaps. Können wir uns abholen. Dann macht die ganze Strecke. Was ist denn das? Hier, zu einer einzelnen Kombi-Mods müssen deaktiviert sein. Achso, okay. Thank you, Head in the Clouds. Neues Deck bekommen, warum nicht? Kann man machen. Nehme ich mit. Klar. Und Visionär. Was habe ich davon jetzt bekommen? Sag mal. Gut, okay. Dann. Wir sind eigentlich, wie gesagt, mit den Zielen und alles soweit fertig. Ich will jetzt eigentlich noch in den letzten beiden Leveln. Letzte drei Level? Scheiße. Wo war es denn nochmal? Ah. Also da habe ich es auf jeden Fall. Ha, hier habe ich den nicht gefunden, ne? Oder? Ich meine, da habe ich den nicht gefunden. Da weiß ich es auch nicht mehr. Wir können mal gucken, wie viele uns noch fehlen. So. Geheimnisse. Zwei Stück fehlen uns noch, okay. Alles klar. Das wird dann, denke ich mal, auf jeden Fall in der Skate Street sein. In Ventura. Aber wo habe ich den noch gefunden? In Philadelphia habe ich den nicht gefunden, oder? Ich weiß es nicht. Ach, mein Headset hier so ein bisschen doof rum. So, okay. Ich guck mal gerade nochmal nach, ne? Es war mega scheiße für euch, dass ich jetzt einfach mal so nachgucke, während das Spiel läuft. Aber so viel Zeit muss sein. So müsste hier nachkommen. Da. Guck uns das mal an. Wo ist das? Da, okay. Das ist draußen, tatsächlich, das ist draußen. Jetzt bin ich mal gespannt. Ah, Alter, wenn es da oben ist. Tatsächlich, okay. Gut. Ich weiß Bescheid. Was ein Kack. Zack. So, und zwar müssen wir. Wo geht's hier raus? Ist das der richtige Bereich? Das ist, glaube ich, der falsche mit dem Bus. Oder? Guck, was da oben ist. Da ganz oben in der Ecke, ne? Oben rechts. Da. Man hat es gerade kurz gesehen. Jetzt muss ich nur irgendwie da hinkommen. Ich habe keine Ahnung, wie. Nein! Warum klappt das nicht? Holen wir uns jetzt mal ein bisschen Special nochmal ran. Oh, der war ganz geil, oder? Oh, über die Barriere. Aber komm, wir haben noch eine neue Gap geholt. Auch nicht schlecht. Ich glaube, ich habe es echt mal versucht damals bei Tony Hawk 2. Alle Gaps zu holen. So. Haben wir dich. So, wunderbar. Sind wir hiermit auch fertig? Zack, zack. Fertig. Komm, gehen wir nicht auf den Sack. Ende. Wettbewerb beenden. Achter Platz ist auch gut, ne? So, und jetzt, ich denke mal, Philadelphia haben wir den noch nicht geholt, ne? Muss ja vielleicht sein, oder? Ich weiß es nicht. So, wieder könnt ihr mir jetzt erstmal schön zugucken. Lalalala. Ich bin noch ein Opa. Ich komme hier mit Handys nicht klar. Ich muss ja mal kurz warten. Das meine ich ja. Es gibt schon so viele Videos, ne? Wo man sieht, wie man die Plüschtiere kriegt. Das ist unglaublich. Warum fängst du hier von Anfang an, du Idiot? So. Okay, also man muss auf jeden Fall in den Skatepark-Bereich, so wie es aussieht. Wie gesagt, vielleicht habe ich ihn auch schon geholt. Ich weiß es nicht. Ja, das ist schon langsam. Ich glaube, den habe ich tatsächlich. Das ist doch die Steharena, die fehlt. Ja, ich laufe gerade durch. Roll mal ein bisschen durch die Gegend, blöd. Das ist schon in Ordnung. Und das ist halt das Blöde. Man sieht halt nicht genau. Ach da, okay. Okay, Steharena ist das einfach. Das hätte ich finden können. Da war ich sogar auf dem Weg, aber da war ich zu frustriert. Deswegen, ich glaube, ich denke mal, hier habe ich den.
Levelauswahl, Stierkampfarena. So, das letzte Alien-Symbol und das letzte, was ich jetzt eigentlich auch hier im Let's Play machen möchte. Zumindest mit euch zusammen, ne? Ja, ich werde aber auch offscreen zwar natürlich noch alles machen, dass ich die Platin-Trophäe bekomme. Aber ich werde euch da jetzt nicht mehr viel von zeigen, ne? Weil es macht keinen Sinn. Es macht keinen Sinn. Ich habe zwar überlegt, hier die Six-Scores und sowas, aber es ist ja auch irgendwie. Also, wenn ich ja mit allen Sachen hier eigentlich keine Probleme hatte, dann waren es halt die Punkte. Von daher. Hiya! So. Irgendwo hier im Innenlauf haben wir gleich das Alien. Wir fahren mal in die andere Richtung. So, wir geben aber nicht allzu viel Gas. Da! Dabdala! Skatepark Challenge, Roswell, erfüllt! Die Wahrheit ist hier drinnen. Bäh. So. Hervorragend! Gut, da würde ich sagen, hören wir mal auf, wa? So, Wettbewerb beenden. Gehen wir hier auf den Sack. Beenden. Ja, was mir ja so ein bisschen fehlt, ne? Da muss ich ja schon sagen, ist halt dieses Gefühl zu haben, ah, jetzt habe ich mit jemandem Face, kommt erstmal ein Video, es kommt erstmal das Bales-Video und dann kommt das andere Video und dann fange ich nochmal neu an. Aber dadurch, dass man hier so viel zu tun hat mit den ganzen Scheiß-Challenges und sowas, ne? Gelber Charakter freigeschaltet, Glückwunsch zur Vervollständigung deiner Sammlung von Plüschis. Ab sofort steht dir der Alien in der Skater-Auswahl zur Verfügung. Ja, aber das ist halt genau das, was mir fehlt, ne? Normalerweise, ne? Bale-Video, dann das Skater-Video von dem Profi, mit dem wir durchgezockt haben. Dann die Credits und dann, oder vorher vielleicht sogar nochmal den ganzen Scheiß, den wir dann immer freigeschaltet haben mit dem Durchspiel von dem einen. Und das ist so das Gefühl, was mir hier ein bisschen fehlt, weil es geht hier einfach weiter. Ich meine, ich hab's geschafft. Das war so unspektakulär, keine Credits, kein gar nichts. Weil es hier eigentlich noch so viel zu erledigen gibt, ne? Aber selbst wenn ich es habe, ich bezweifle einfach mal ganz stark, dass da gleich, dass dann irgendwann mal was kommen wird, selbst wenn ich alle Changes erfüllt habe, was man glücklicherweise nicht machen muss für die Platin-Trophäe. So, gut, okay, dann gucken wir uns das Viech doch nochmal kurz an. Mal zurück. Da ist das Dingen. Ja, stopp. Nein, ich will nochmal zurück. Ja, der hat alles voll, der Sack, ne? Der hat auch keine Challenges. Warum nicht? So, ich will aber gucken, was hast du für Special Tricks? Wie ging das denn hier nochmal? Das ändern wir mal kurz. Dann nehmen wir hier rechts unten Kreis. Rechts unten vier Telekick Flipsis, okay. Und das ist ein Manual. Aber hoch, runter. So, zack. Schade, dass er keine Challenges hat. Ja. Gehen wir hier rein. Zack. Einfach nur gucken, was er kann. Man kann hier auch noch natürlich Officer Dick freischalten. Der hier, so viel darf ich vielleicht schon mal verraten, aussieht wie Jack Black. Ich meine, bis ihr diesen Part hier seht, ne? Ist wahrscheinlich eh Weihnachten. Und, wow, was macht der für komische... Der hat leuchtende Achsen, oder? Und ein ganz leuchtendes Board. Telekick flippt, der ist schön schnell, der Move. Wow, okay, es war irgendwie ein 1080, mindestens. Er ist aber schon nicht verkehrt, der Move, muss ich ja schon sagen. Okay. Ist das jetzt ein Grind oder was ist das? Oder vielleicht ein Lip-Trick? Nein. Bin ich doof? Ist aber, bin ich jetzt wirklich dumm oder was? Das muss ein Lip-Trick sein. Bye. Okay. Nein! Ich will nur die Special Moves sehen. Nein, das ist auch nicht. Kann nicht sein. Ah, okay. Okay, das ist geil. Der wird hochgebieten, aber hält sich währenddessen fest. Und deswegen ist es ein Lip-Trick. Das finde ich eigentlich echt eine geile Idee. Ah, okay, da haben die Entwickler eigentlich immer geile Ideen gehabt, was sowas betraf. Nee, schön. Haben wir geschafft. Gut, dann würde ich sagen, wir gucken noch ein letztes Mal Richtung Trophäen. Schauen wir mal, was uns alles noch so fehlt, was ich dann noch alles offscreen holen werden muss. Ich will gerade mal die Hälfte der Trophäen, das ist so traurig. So, die Wahrheit ist hier drin, haben wir alles geschafft. Ja, wir können mal nochmal durchgehen. Das ist einfach nur Schule freischalten. Eine Medaille verdienen. Roswell freischalten. Alle Alien-Plüschtiere finden. Und alle Ziele ab und alle Goldmedaillen verdienen in Tony Hawk 1. Schule 2 freischalten. Die vierte Medaille,
erhalten, also alle drei im ersten Teil und die erst im zweiten. Die Stierarena freischalten, von einem Stier treffen lassen und alle Ziele und alle Goldmedaillen im zweiten Teil schaffen. Ein Spiel Multiplayer-Modus abschließen, dann kann man auch im Splitscreen machen, das ist das Gute. Ja, von jeder Map von einem Fahrzeug treffen lassen, wo es denn auch möglich ist. Was ist das? Achso, einen Skater freischalten, einen neuen Park kreieren, auch Killefit. Das machen wir gleich noch. $10.000 ausgeben. Finde alle Statpunkte für beliebige Profi-Skater. Da bin ich kurz davor. Nämlich für den Tony Hafk. Was ist das hier? Dem Kopf seinen Donut. Schalte Officer Dick frei. Das schaffen wir, wenn ich mich nicht täusche, wenn wir alle Challenges für die selbst kreierten Skater schaffen. Ist auch nicht mehr so viel, was ich da machen muss. Wenn ich die Challenge-Sammlung Anfänger, alle Veteran-Challenges, gucken wir gleich nochmal rein, was da zugehört. Legende gucken wir gleich auch nochmal rein, was da zugehört. Schließe alle schweren Komm-Hin-Ziele ab. Da kann ich euch gleich zeigen, was es ist, weil das habe ich mittlerweile gefunden. Karriere Level 10, 100, das wird wahrscheinlich das Letzte sein, was passieren wird. 0,0%, das heißt, niemand hat die Platin. Bemale während der Gesamtspiel von 100 Oberflächen mit Graffiti. 50 Buchstaben Loser verteilen, geht auch im Splitscreen-Modus wahrscheinlich. 50.000 Punkte-Kombo. Klassischen Park-Kombo mit über 1 Million Punkte. Ach, guck mal, habe ich geschafft bei Roswell, genau. Dann eine Kombo mit über 1 Million Punkte. Oder generell, okay. Also in einem beliebigen klassischen Park eine Kombo mit über 10 Millionen Punkte. Das ist falsch. Ich war nicht im klassischen Park. Ich habe es so geschafft, außerhalb. Das wird auch noch ätzend werden, alle Gap-Sammlungen abschließen. 500 Objekte in der Parkerstellung platzieren, das geht schnell. Kommt mit über 1000 Punkten. Lang. Achso, okay, das ist dann ärgerlich. Gesamtspielzeit 5 Millionen Punkte im Trickturnier. 2 Millionen Punkte in der Combo-Mambo. 20 Glasscheiben zerbrechen. Und Jury-Score von 99,9 habe ich heute bekommen. Oh mein Gott. Im Wettkampflauf. Ja, die beiden Sachen, die werde ich dann immer wahrscheinlich im Online-Gedöns bekommen. Alle Kommen-Hin-Ziele wird schwer werden, denke ich mal. Schließe alle Gap-Sammlungen ab, wird schwer werden. Und Level 100 ist einfach nur ätzend. Naja, so ist es. So, dann gucken wir uns jetzt nochmal kurz einmal die Challenges an. Einfach, weil wir es können. So, Anfänger mal fertig. Veteran-Challenges fehlt uns eigentlich nur noch. Schließe die gesamte Challenge-Liste für einen beliebigen Profi-Skater ab. Das reicht dann nämlich aus, wenn ich für Tony Hawk nämlich die letzten 9 Stat-Punkte hole. Und dann habe ich nämlich das auch fertig und bekomme automatisch nämlich das Veteranenabzeichen. Und dann bin ich jetzt mit dem Bereich auch komplett fertig. Legendäre Sachen fehlen mir noch ein paar, so wie es aussieht. Elster, schließe 3 dieser Challenges aus den höchsten Kategoriestufen ab. 10.000 Setman werde ich wahrscheinlich online machen, weil da gibt es halt diese Grind-Thematik, wo man einfach die ganze Zeit durchgrinden kann, ohne dass man irgendwas überhaupt machen muss, außer 3 gedrückt zu halten. Wenn man das überhaupt gedrückt halten muss, fällt mir gerade ein. Und da kriegt man relativ schnell 10.000 Grinds auf jeden Fall hin. Entweder 100 Multiplayer-Spiele dann abschließen oder schließe in 3 klassischen Parks mit Ziel einen Tempolauf unter der Zeitvorgabe ab. Das muss ich mir nochmal angucken, weil, ganz ehrlich, Philadelphia war schon ziemlich geil. Da habe ich fast alles auf einmal geschafft. Die Lagerhalle schaffe ich, also jetzt nicht auf der schweren Zeit, aber in 2 Minuten schaffe ich das auch. Dann brauche ich keine 100 Multiplayer-Spiele abzuschließen. Und was haben wir hier noch? Schließe die gesamten Challenge-Sammlung für 3 beliebige Profi-Skaters ab. Auch geil, ne? Ja, da werde ich, denke ich mal, nach Tony Hawk den Watney Mile nochmal nehmen und vielleicht einen Eric Kosten. Mal gucken. Ich weiß es aber noch nicht. Jo, und das wäre eigentlich, ne? Wie gesagt, es gibt jetzt zwar noch ungefähr 430 Milliarden weitere Sachen, die man machen kann. Was hier auch mit den... Genau, Gaps. Moment. Downhill Jam, ich habe doch geholt. Alles. Ja, leck mich doch am Arsch. Echt unglaublich. Platin-Score, haben wir 9 von 24. Guck mal, warum ist er dann so weit fortgeschritten? Keine Ahnung. Genau, hier sind die Kommen-Hin-Ziele. Ich habe ein Kommen-Hin-Ziel schon geschafft. Ernsthaft? So auf schwer. Ach, das ist das am Helikopterlandeplatz. Geil, guck mal einer an. Ja, auf jeden Fall, es gibt dann insgesamt nochmal 37 Ziele, wenn ich mich nicht täusche, die man nochmal erledigen kann. Da muss ich mir rausschreiben, was das überhaupt ist. Keine Ahnung. Habe ich jetzt hier was Neues freigeschaltet? Nein, noch nicht. Und auf Tour, Gap Challenges, bla 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 bla. Ah, was ist das hier? Ja, okay. Auch nicht schlecht. Keine Ahnung. Das ist alles Zufall gewesen, was ich hier freigeschaltet habe. Aber ist ja nicht schlimm. Es gibt auf jeden Fall, wenn man Lust hat, alles zu holen, mehr als genug Sachen, um sich zu beschäftigen. Ich werde mich hier nur auf die Platin-Trophäe konzentrieren, denke ich mal. Ich werde jetzt nicht mit jedem nochmal alle Stats, Stat-Punkte einsammeln, um die Videos zu bekommen.
Wobei, warum eigentlich nicht? Ne? Da kann man auch immer ein Video zusammenstellen, aber es wird dann eh gesperrt werden. Ich kenne das ja. Ja, aber das war's jetzt mit Let's Play Tony Hawk 1 und 2 als Remake-Fassung. Hat richtig, richtig Bock gemacht. Die müssen den dritten und den vierten Teil auch noch machen. Gern auch mit dieser Challenge-Geschichte. Also was ich jetzt ein bisschen nötig finde, ist wirklich, dass ich Level 100 werden muss, weil ich schätze mal, wenn ich alles habe und ich brauche jetzt schon lange, um aufzuleveln, bin ich wahrscheinlich so Level 63, Level 64, denke ich mal. Ne? Vielleicht bin ich ein bisschen zu optimistisch, kann sein. Aber so viel ist es ja eigentlich auch nicht. Ne? Es dauert halt lange, aber es gibt halt nicht viele Erfahrungspunkte. Das heißt, ich kann dann wahrscheinlich ganz viel online farmen, und dann hoffen, dass das irgendwie was wird. Aber keine Ahnung. Es dauert auf jeden Fall seine Zeit. Ganz viel Online-Spiel muss man auch, dann kriegt man immerhin 75, wobei 75 Punkte ist auch so wenig. Wenn ich mir das mal so angucke, ich müsste dann über 50 Spiele machen, um dann von Level 50 auf 51 zu kommen. Das ist ätzend. Man kann es dann höchstens lieber dann hoffen, dass man die ganzen Challenges doch schafft. Scheiße. Ja, egal, so ist es halt. Ja, ich könnte jetzt theoretisch noch, Entschuldigung, sage ich nochmal hier raus. Ich könnte jetzt noch die dritte Karriere machen, aber das ist nötig. Also, warum sollte ich die Einzelsessions machen? Das macht ja gar keinen Sinn. Ne? Hier, Ranked und Freeskate. Habe ich 10% geschafft, hier kann man einfach alle Level nochmal neu spielen. Einmal als Einzelsession, einmal als Tempellauf natürlich. Ups, was haben wir hier noch? Haben wir da nochmal aufgeteilt, ne, ist ja egal, was wir jetzt in welcher Richtung machen. Und, ja, ist halt einfach das Gleiche oder mehr vom Gleichen, ne, und deswegen denke ich mir, das ist jetzt nicht, ja, es ist einfach nicht wert, da jetzt noch Zeit zu investieren. Deswegen, es war ein schönes, kurzes Projekt, es hat mega Spaß gemacht, hat richtig Bock gemacht, haben wieder coole Extras dazu gepackt, auch ähnlich wie bei Medieval. Und ich werde hier auf jeden Fall noch einige Stunden dran sitzen, um den ganzen Scheiß hier zu holen. Und ja, ich freue mich aber drauf, aber vorher muss ich Resident Evil fertig machen, ja. Also hier, Darkside Chronicles. Für mich privat zum Zocken natürlich, bevor ich dann Tony Hawk weitermache. Jo, was jetzt als nächstes kommen wird? Ach, guck mal, hier haben wir uns auch nochmal schön unsere Statistik. 7 Stunden 43 habe ich schon insgesamt gespielt. Da sieht man, wie viel ich Offscreen gemacht habe. Weil das waren jetzt 3, 4 Aufnahmen. 4 Aufnahmen waren es, glaube ich. In Summe. Wobei, es könnte sogar sein, dass es jetzt 7 Stunden waren. Keine Ahnung. Was wollte ich sagen? Achso, guck mal, 4700 Grindtricks habe ich schon. Während ich mich jetzt hier verabschiede, könnte ich jetzt eigentlich mal kurz, fällt mir gerade so ein. Ja, hat auf jeden Fall richtig Bock gemacht. Ich finde, es ist ein geiles Remake gewesen. Macht auch nach wie vor noch Bock. Ich muss einmal gucken, wo ist das denn hier? Da gab es irgendwo Better 10 Million Points. Man sieht, ich habe hier schon ein bisschen was gespielt, ne? Da sind nämlich nur 1 Million Punkte. Alle durchstöbern. Da, 10 Million Point Trophy, 10 Million Trophy Easy. Könnt ihr immer sehr gut machen. Und jetzt könnt ihr dann nämlich gleich auch sehen, wie ich mir dann nämlich die 10.000 Grinds hole. Kann ich wirklich nur empfehlen. So ein Park ist dafür wirklich Gold wert. Ach, jetzt haben wir das Alien. Scheiße. Kann ich das nochmal ändern? Nein! Ist das wichtig? Warte mal kurz. Skater Challenges, erstellte Skater. Sick Combos, Gap Combo, Gap Combo, Gap Combo, Gap Combo. Okay. Ist nicht wichtig. Alles klar. Schul 2, wenn es. Da können wir auch das Alien dafür nehmen. Kein Problem. Und zwar haben wir da hinten nämlich ein schönes Rondell. Wo man nämlich einfach reinspringen kann. Und dann machen wir einfach den hier. Nein, nein. Den meinte ich eigentlich nicht. Ich will nochmal rein, bitte. Machen wir einfach den hier. So. Und jetzt mal. Ne? Ist immer ein Grind. Und das ist geil. Und die Balance, man sieht, die geht nicht runter. Ne? Ich habe jetzt schon 300 weitere Grinds. Das muss ich jetzt eigentlich nur gedrückt halten. Muss ich gedrückt halten? Ja, muss ich, okay. Jetzt hätte ich jetzt eigentlich nur gedrückt halten müssen, bis ich dann irgendwann die 10.000 voll habe. Und jetzt werde ich, glaube ich, gleich im Anschluss an in der Aufnahme auch einfach mal machen, ne? Jo, ich hoffe auf jeden Fall, wie gesagt, dass euch das Spiel auch mindestens genauso gut gefallen hat wie mir. Es war einfach. Es wurde auf jeden Fall vereinfacht gegenüber der Originale. Dadurch, dass wir halt natürlich Rewards haben, dass wir Manuals haben im ersten Teil und so, ne? Ist ja logisch. Natürlich werden die Sachen dadurch einfacher. Aber das heißt ja nicht, dass es schlechter geworden ist. Dafür gibt es hier andere Sachen, wirklich anspruchsvolle Sachen, wie beispielsweise jetzt die dritte Karriere, in Bezug auf den Tempolauf und so weiter und so fort. Haben wir auf jeden Fall sehr gut das Ursprüngliche beibehalten und um, ich nenne es mal, neuzeitliche Sachen wirklich sinnvoll erhöht. Und das finde ich eigentlich wirklich eine sehr schöne Mischung. Auch mit den Challenges und alles. Da kann man wirklich nicht meckern. Haben sie gut gemacht. Und wie gesagt, ich hoffe auf jeden Fall, dass es nochmal einen nächsten Remake geben wird.
Ja, was jetzt als nächstes kommen wird, ich weiß es nicht. Also ich werde wieder auf die PlayStation 1 zurückkehren. Ich habe da noch einiges zu erledigen und ich denke mal, ich werde jetzt erstmal keinen Tomb Raider machen, weil ich mit dem Final Fantasy nämlich schon jetzt ein langes Projekt hinter mich gebracht habe, mit Final Fantasy 2. Das heißt, ich werde jetzt erstmal wahrscheinlich wieder ein bisschen was Kürzeres kommen, aber ja, ich muss auf mein Regal durchschieben. Mal gucken, was ich da so finde. Gut, ja, danke fürs Zuschauen. Euch dann noch einen schönen Abend, schönen Tag, schön was auch immer, wann auch immer ihr das gucken mögt. Und ja, da sieht man sich wahrscheinlich spätestens beim nächsten Tony Hawk-Projekt wieder. Ich habe nur noch zwei Teile zu spielen im Endeffekt, die ich euch zeigen möchte. Drei, Entschuldigung. Zum einen Tony Hawk's Proving Ground, dann noch den HD-Teil für PlayStation 3 und zu guter Letzt noch, ja, wollen wir kurz überlegen. Ach so, ja genau, Tony Hawk 5 natürlich. Das geilste Spiel auf der Welt. Da bin ich echt mal gespannt drauf, wie das werden wird. Gut, also ne, dann haut rein und ja, bis zum nächsten Mal dann. Tschüss.